Davermann, 8 Filialen im Osnabrücker Land und Münster. Unsere Profis rund ums Grün beraten Sie vor Ort, auch in Ihrem Garten. Kommen Sie jetzt vorbei und vereinbaren einen Termin. Ja, Sonntag, 3. Advent, ein Tag nach dem Spiel des VfL Osnabrück beim 1. FC Magdeburg. Wir sind auf der tristen Illushöhe, schlechtes Wetter und hallo Daniel Tscherning. Schlechtes Wetter, wahrscheinlich auch die schlechte Laune noch heute Morgen nach dem 1:2, oder? Das war sicherlich keine schöne Nacht, ja. Wenn man das mal jetzt mit ein paar Stunden Abstand Revue passieren lässt, meines Erachtens so verdient der Punktgewinn gewesen wäre für den VfL, so ärgerlicher, umso ärgerlicher ist ausgerechnet dieses 1:2 in letzter Minute, ausgerechnet durch einen Foul-Elfmeter. Ne? Ja, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, haben unseren Plan auch über sehr, sehr große Phasen des Spiels durchziehen können. Haben viele Balleroberungen gehabt, auch gute Möglichkeiten, schon früher das 1:0 zu machen. Und auch, auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, das Tor über Lukas Kunze schon früher zu erzielen, den Ausgleich. Aber was natürlich dann total ärgerlich und bitter ist, ist dass die Entstehung des späten Gegentors aus der Elfmetersituation heraus, weil wir das insgesamt und uns da insgesamt zu dämlich angestellt haben, muss man klar sagen. Genau, das hast du ja gestern auch schon in der Pressekonferenz angedeutet, dass also das Zustandekommen oder die Situation vor dem Elfmeter einfach total vermeidbar war. Das hältst du deinen Spielern noch vor, ne? Ja, total. Das müssen wir uns auch ankreiden, weil wir es selbst in der Hand hatten. Wir haben einen Freistoß, den wir irgendwo Richtung Torwart knallen, anstatt den gezielt lang zu schlagen, auf den zweiten Ball zu gehen. Dadurch haben wir den Ballverlust. Dann haben wir den langen Abschlag vom Torhüter, haben wir eigentlich über Lukas Kunze schon, verlieren den Ball, lassen dann nach innen, haben dann über Kleinhansel die Möglichkeit zu blocken, sind dann nicht konsequent genug, haben über Opoku die Möglichkeit, den Ball zu blocken oder zu schnappen, sind dann nicht konsequent genug und dann faulen wir einen Gegenspieler, wo wir auch wieder blocken müssen. Und so ist es eine Fehlerkette. Und dann natürlich total bitter, dass wir so verlieren. Gehen wir vielleicht nochmal das Spiel etwas chronologisch durch. Am Anfang Sven Köhler war ja im Kader, aber nahm dann auf der Tribüne Platz. Was ist da passiert über Nacht? Ja, hat sich nicht gut gefühlt. Ist morgens auf mich zugekommen, wir haben länger gesprochen. Weil schon so ein bisschen Erkältungssymptome hatte. Haben einen Schnelltest gemacht, der war negativ. Aber er hat sich nicht in der Lage gefühlt, der Mannschaft zu helfen und zu spielen. Mhm. Gut, und vermutlich wäre er in der Startelf gewesen. Der Plan war, vermutlich schon, ja. Vermutlich schon, aber willst du jetzt auch nicht weiter sagen? Bringt ja nichts, ist ja abgehakt, es hat eine andere Elf auf dem Platz dann gestanden, ohne ihn. Ja. Und dementsprechend. Okay, dann Spielbeginn. Giftiger, galliger Spitzenreiter, muss man ja sagen. Teilweise für mein Empfinden ein euphorisches, mitunter auch fanatisches Publikum, was ihre Truppe nach vorne peitscht. Der VfL hatte erst noch ein bisschen Probleme, fand ich, ins Spiel zu kommen, aber hat dann so nach und nach den Kampf angenommen und auch seine Nadelstiche setzen können. Ne? Ja, die Nadelstiche waren wichtig. Ne? Wir sind dann nach einer schwierigen Anfangsphase, glaube ich, auch gut in Balleroberungsmomente gekommen. Haben daraus dann Tiefgang entwickeln können, auch gezielt lange Bälle aus dem Spielaufbau gespielt auf Heidi, die dann verlängert wurden, wo wir dann auch in die Tiefe in Laufduelle gekommen sind und hatten ja schon in der ersten Halbzeit zwei, drei Riesensituationen, wo wir eigentlich das 1:0 machen müssen. Ja, und kriegen dann das 0:1 durch eine Situation, die wir nicht ganz so gut verteidigen, wo wir sie ins Zentrum wieder lassen und dann die Tiefe nicht verteidigt bekommen. Und dann wurde es natürlich nicht einfacher. Gut, bei dem 0:1, da fängt im Grunde die Fehlerkette ja auch schon im Mittelfeld an, nicht? Da darf gar nicht erst der Pass in diese Tiefe kommen, ne? Oder? Ja, wir haben im Zentrum nicht so wirklich den Zugriff gehabt auf Condé. Der steckt dann tief und dann ist es natürlich schwierig zu verteidigen. Ne? Und Situationen waren klar, dass sie kommen können. Wir wollten sie aber vorher deutlich besser verteidigen. Das haben wir in der Situation nicht geschafft und dementsprechend dann das 0:1 kassiert. Du sprachst es vorhin an, die große Chance, Aaron Opoku alleine vor dem Keeper, das muss er wegmachen. Ja, absolut. Es muss auch mal ein Tor sein, ne? Bei der Vielzahl an Tormöglichkeiten, die wir in diesen Räumen jetzt schon hatten, muss man da auch einfach mal ein Tor erwarten. Was hast du den Jungs in der Halbzeit gesagt? Dass wir insgesamt, glaube ich, eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Auf der einen Seite natürlich weiterhin konsequent verteidigen müssen, dann aber auch in Balleroberungen kommen werden, wo wir unsere Möglichkeiten haben. Während in der zweiten Halbzeit. Ne? Und dass wir sehr, sehr konsequent dann auch in die Box oder um die Box herum spielen müssen. Ne? Und wir hatten dann die Großchance über Lukas Kunze,
zum 1-1, wo uns dann diese Konsequenz vielleicht noch gefehlt hat und glaube dann aber, dass der Ausgleich dann ja auch verdient war. Ausgleich, ein mustergültiger Angriff, kann man sagen. Ne? Haider, Opoku, Opoku, Haider, Haider auf Kunze und drin war das Ding. Also das war wie aus dem, war einstudiert. Ja, es sind Situationen, wo wir hin wollten, ne? In die Tiefe, im Rücken der Drei. Wir wussten, dass wir oft 3-gegen-3-Situationen kriegen, dadurch, dass sie sehr hoch pressen wollen mit den Außenverteidigern. Da wollten wir hinter, da wollten wir dann auch Opoku, Simakala und Haider in die Laufduelle kriegen. Und das haben wir in der Situation gut geschafft, einen guten, cleveren Rückpass gespielt. Und Lukas hat dann ja auch einfach einen sehr, sehr ordentlichen Abschluss gehabt. Gut, über den Elfmeter haben wir eingangs schon gesprochen. Noch mal ein bisschen bilanziell werden. Hinserie ist gestern zu Ende gegangen, 29 Punkte, 19 Spiele. Gestern nach der PK, Christian Tietz hat den VfL ja auch über den grünen Klee gelobt und gesagt, wir haben noch nie so einen starken Gegner hier in Magdeburg gesehen. Aber ja, letztendlich, sagtest du ja auch, davon können wir uns nichts kaufen, das sind keine Punkte. Ne? Ja, es geht mir mittlerweile auch auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du immer da sitzt und immer das Lob kriegst und immer hast du toll gespielt und, das heißt nicht immer, aber oft hast du toll gespielt. Und hast aber die Punkte nicht. Du hast nichts, was du gestern mitnehmen kannst. Das ist bitter, weil wir eine gute Leistung abgeliefert haben. Aber ist dann, und das hat dann auch die Hinrunde so ein bisschen ausgezeichnet, ist dann in der einen oder anderen Situation einfach an Konsequenz vermissen lassen. In der gegnerischen Box oder auch in der eigenen. Und da werden Spiele entschieden. Und da müssen wir zulegen, definitiv. Eine Hinrunde mit einem speziellen Auswärtsgesicht und einem speziellen Heimgesicht, kann man sagen. Also das. Aus deiner Sicht heute, wie würdest du sagen, wie weit ist der VfL unterm Soll? Wie viel hätten das aus deiner Sicht eigentlich wenigstens sein müssen an Punkten auch? Ja gut, jetzt haben wir 29. Ich denke, jeder weiß, der unsere Spiele gesehen hat, dass auch mehr möglich gewesen wären. Das zu beziffern ist immer schwierig, weil du natürlich auch Spiele hattest, wo du dann gewonnen hast, aber es trotzdem dann auch möglich war, nicht zu gewinnen. Also ist das immer so ein Hin und Her. Fakt ist, mit den 29, glaube ich, können wir, was die Spielverläufe betrifft, nicht hundertprozentig zufrieden sein. Da war mehr möglich. Und da müssen wir uns steigern, was auch einfach Torgefahr betrifft vorne im letzten Drittel. Aber nach so einer Hinrunde ist es dann ja auch Zeit für weitere Zielsetzungen bis zum Saisonende. Oder formuliert ihr da was Anfang des Jahres, setzt ihr euch nochmal zusammen, wie es jetzt weitergehen soll? Oder ich meine, wir haben ja auch schon kurz darüber gesprochen, die Region guckt natürlich und sieht die Tabelle und beobachtet natürlich derzeit, oder die VfL-Fans auch, wie weit oder wie groß ist die Kluft zwischen dem VfL mit 29 Punkten und die Spitze nach oben, die gestern alle komplett gepunktet hat, scheint davon zu eilen. Und deswegen ist das nächste Sonntagsspiel in Duisburg natürlich auch enorm wichtig, um nicht komplett die Spitze aus den Augen zu verlieren. Ja, natürlich ist es wichtig. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen und natürlich nur nach oben gucken, sondern wir müssen dann auch die Gesamtsituation natürlich im Blick haben. Aber das Spiel gestern hat doch gezeigt, was uns fehlt. Wir spielen gut, wir sind oft gleichwertig oder die bessere Mannschaft. Aber diese Kleinigkeiten sind entscheidend, um Fußballspiele zu gewinnen. Und da müssen wir uns strecken, steigern. Im Winter natürlich auch gut analysieren, was wir vielleicht im Kader noch brauchen. Und dann gute Entscheidungen treffen. Und dann gibt es jetzt erstmal ein Spiel in Duisburg, was wir gewinnen wollen. Aber auch da wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Und auch die werden dort entscheidend sein. Und ja, das wird dann auch wieder am Sonntag ein wichtiger Faktor. Analysieren jetzt auf den ersten Blick. Also vorne der Killer, der in der Box die Dinger wegmacht. Kann man das so auf etwas vereinfacht auf den Punkt bringen? Fehlt es dem VfL da vorne? Ja, ich meine, da muss man ja kein Hellseher für sein, dass uns definitiv jemand vorne fehlt, der diese Konsequenz dann auch besitzt. Wir haben viele Spieler, die einige Tore gemacht haben, schon mit Haider, mit Simakala, mit Kunze, mit Klaas, mit Opoku, jemand, der 8 Tore schon vorbereitet hat. Was uns natürlich im Moment fehlt, ist einfach jemand, der diese Situation einfach brutal zu Ende spielt. Aber die sind nicht wie die reifen Kartoffeln auf dem Markt zu finden. Ne? Ja, ich glaube schon, dass wir auch im Kader da Potenziale für haben. Da müssen wir natürlich auch diese rauskitzeln. Aber wir beobachten dann auch den Markt und gucken natürlich dann auch, was dort eventuell möglich ist. Also da ist was möglich? Also das weiß ich nicht. Aber ist doch klar, dass wir analysieren, dass wir wissen, was wir nicht ganz so gut gemacht haben in der Hinserie, wo wir ansetzen würden. Und ob wir es dann hinbekommen, das ist hypothetisch. Ich will nochmal auf diese Zielsetzung kurz nochmal zurückkommen. Wir haben ja unter der Woche mit dem Sportdirektor Amir Chapozadeh auch gesprochen. Und der hat auch ganz klar gesagt, wer über Aufstieg reden will, dem will er das nicht verbieten. Das ist jedem erlaubt, aber wir sollten erstmal gut daran tun,
45 Punkte auf dem Konto zu haben. Das ist so seine Marke, wo er sagt, dann haben wir auch die Klasse safe. Siehst du das auch so? Ja, nochmal. Ich habe ja gerade gesagt, wir müssen noch einen Blick auf die Gesamtsituation legen. Ne? Wir dürfen uns jetzt nicht nur mit oben beschäftigen, weil das hat man jetzt auch gesehen. Da fehlt uns halt so ein paar Prozente in den angesprochenen Dingen. Und wir müssen einfach sehr, 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 sehr fleißig jetzt auch punkten, um unsere Situation dann sicherlich auch Richtung oben nochmal zu verbessern. Aber ich schließe mich da auch Armin an. Jeder, der sich mit dem Aufstieg beschäftigen will, der kann das machen. Aber wir machen das aktuell nicht. Mhm. Aber ihr habt schon natürlich die Spitze im Blick. Das ist doch logisch. Ne? Also natürlich. Logisch. Okay. Wie ist die Trainingswoche? Lass uns da noch mal kurz drauf schauen. Heute ist Regeneration, Spielersatztraining, morgen frei, nehme ich mal an. Und ab Dienstag Vorbereitung auf Duisburg. Ja. Genau so sieht's aus. Okay, dann wünsche ich einen schönen dritten Advent trotz alledem und viel Erfolg in Duisburg nächste Woche. Gerne. Danke.